herzlich willkommen vom Flughafen von San Juan in Palma. Und wir sehen gerade die erste Maschine, die hier rüber fliegt. Ich bin in der Einflugschneise und die haben, weil wir hier gerade auf Mallorca so viel Wind haben, arg zu kämpfen. Das ist nicht ganz einfach. Die zweite Maschine, die ich hier zeige, die startet durch und kann ihre Landung nicht fortsetzen. Muss eine extra Runde, ich konnte jetzt nicht erkennen, welche Fluggesellschaft das war. Die erste, die eben gelandet ist, war eine EasyJet, die kam aus Basel. Und die war sogar noch relativ pünktlich, obwohl es heute vermehrt zu Problemen im Luftraum gab über Spanien und auch über Mallorca. Die nächste, die kommt, ist eine Maschine aus Ibiza. Und das ist unglaublich, weiß nicht, ob man das so im Bild sehen kann. Die kommen hier wirklich schräg rein, haben dann arg zu kämpfen, um da aufzusetzen. Die meisten Maschinen treffen die Mitte der Landebahn nicht. Ich hoffe, ich kann die Bilder, jetzt sieht man es ganz gut. Die, oha, auch beim Bremsen, das ist selten der Fall, dass es so, so viel Abrieb gibt. Man kennt das ja, wenn man hier landet, dann beißen sich ja viele schon am Sitz fest. Aber es geht Schlag auf Schlag, das ist die nächste Maschine. Mal gucken, ob ich sie zuordnen kann. Auch die liegt quer in der Luft, unglaublich. Wir haben arg zu kämpfen bei dem Wind. Man hört das sicherlich am Mikro. Ich kann da heute auch gar nichts gegen tun, weil der Wind bläst hier über die freie Pläne so stark, dass selbst alles das, was ich tue, um das zu reduzieren. Ach, das ist eine Ryanair von aus Alicante kommt die. Die hat eine halbe Stunde Verspätung. Und setzt sehr hart auf, aber das ist wirklich kein Wunder. Hauptsache sicher. Halbe Stunde Verspätung kann man noch mitleben, denke ich. Das ist die nächste Maschine. Eine kleinere auf jeden Fall und die kommt aus Valencia. Ich weiß jetzt nicht, welche Fluggesellschaft das ist. Jedenfalls eine kleinere. Und die Maschine landet sogar relativ pünktlich. Nun ist das aber auch eine sehr kurze Entfernung von Valencia hier rüber. Die liegt auch sehr schräg in der Luft. Die kommt wie so Segelflieger hier reingeflogen. Wahnsinn, also die Piloten machen einen Wahnsinnsjob. Das kann nicht so einfach sein, die Dinger hier so sauber auf die Landebahn zu bringen. Ich habe mich immer schon dafür interessiert, wie aufwendig das ist, so ein Ding zu landen. Wenn du da drin sitzt, kriegst du ja nichts mit. Nur eben, Start ist easy und die Landung ist oft holperig. Also wie gesagt, gerade hier auf Mallorca. Der kommt auch in Böen. Teilweise geht es in mal einen Moment und auch die liegt wieder richtig schräg in der Luft. Also sie kommen nicht mit der Schnauze voran. Das sieht fast so aus, als wenn die mit dem linken Flügel da zuerst reinkommen. Und das ist wieder eine EasyJet, die kommt aus Lyon.
Ich weiß jetzt nicht, wo die eine Maschine geblieben ist, die eben durchgestartet ist, ob die jetzt woanders landen darf nur, weil es ist ja so eng getaktet hier. Es müsste ja eine andere Maschine irgendwie ja, klein beigeben und irgendwie dann eine Runde drehen. Keine Ahnung, wo die jetzt landet. Ich konnte erkennen, von welcher Gesellschaft die war. Auch die liegt wieder schräg in der Luft. Das ist eine Ryanair aus Deutschland. Die kommt aus Nürnberg. Du hast manchmal das Gefühl, wenn du hier stehst, dass die gleich runterfallen. Das tun sie Gott sei Dank nicht. Ryanair. Gegen die Sonne muss ich filmen. Der große rote Ball. Und hier können wir es ganz gut sehen. Die sitzt genau. Oha, ganz schräg. Aber auf der Mitte der Landebahn auf. Ist richtig so ein klein wenig ins Trudeln gekommen. Und die war sogar sehr, sehr pünktlich. Sogar überpünktlich. 10 Minuten schneller als geplant. Also die hat wahrscheinlich auch ein bisschen was gehabt. Aber jetzt klappt es mit der Landung. Ja, ich bitte die Windgeräusche echt zu entschuldigen, aber es geht hier nicht anders. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist schon wirklich abenteuerlich. Das war auch eine kleinere Maschine, die ich eigentlich eben schon erwartet habe. Die ist sehr, sehr hoch noch gewesen. Hoffe ich jetzt, dass ich drauf gucken kann. Die ist schon ein bisschen tiefer. Trudelt doch ein wenig. Das ist ein Propellerflugzeug aus Luxemburg. Das sieht man übrigens öfter hier. Große Propellermaschinen. Bin ich noch nie mitgeflogen. Thank you.
geschützten Bereichen merkst du den Wind heute gar nicht. Am Meer heute teilweise hohe Wellen, da wo der Wind auflandig kommt. Auf jeden Fall gab es eine Sturmwarnung. Was macht die denn jetzt? Das ist eine Ryanair. Die dreht ab. Hier ist die Landebahn, die muss hierher. Was macht die? Sämtliche Maschinen landen heute hier. Die ist schon so tief. Wahnsinn. Die geht auf der Bahn hinunter. Da kann ich nicht hinschauen, wo heute gestartet wird. Das sind zwei Bahnen hier, die in diese Richtung, Richtung der Playa gehen. Und ist wohl doch sicher gelandet. Zum Glück. Und hier kommt eine ganz kleine Maschine. Und die hat auch arg zu kämpfen. Wie so ein Spielball des Windes. Doch nicht, das ist eine wiederum Propellermaschine, kommt aus Mahon. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Mahon habe ich noch nie gehört, also nicht bewusst. Gelesen schon, das ist wiederum eine Propellermaschine, also ungefähr so groß wie eine, ja, sag ich mal, so eine, die nennt sich ATR 72600, keine Ahnung, was das ist. Eine Propellermaschine auf jeden Fall und sicher gelandet. So, dann will ich das Video auch. Bisschen nachholen. Die letzte nehmen wir noch mit. Ivan, vielen Dank dafür. Auch bei diesem außergewöhnlichen Video. Schon immer hatte ich das mal vor. Bei Wind. Ich war jetzt gerade in der Nähe, hier mal herzufahren. Auch die kommt quer. Das ist eine, ich glaube, Air Europa gewesen. Ja, ich sag vom Flughafen, oh, die trudelt. Son San Juan, sage ich vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss, adios und bye bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal, euer Jörg. Und weht nicht weg. Okay, ich nehme die noch mit. Ich nehme die noch mit. Die kommt hinter ran. Das ist die Air Europa aus Barcelona. Viertelstunde zu spät. Aber das ist entschuldbar. Also, nochmal tschüss und danke.